Die UN-Klimakonferenz ist zu Ende. Fast zwei Wochen lang haben Vertreterinnen und Vertreter aus fast 200 Ländern gerungen. Und zwar um einen Kompromiss, um das Klima zu schützen. Jetzt liegt ein Abschlusspapier vor, dem alle zustimmen konnten und beinhaltet die Abkehr von fossilen Brennstoffen. Der Konferenzpräsident bezeichnet das Papier als historisches Paket. Und darüber möchte ich sehr gerne reden mit Stefan Rahmsdorf. Er leitet die Abteilung Erdsystemanalyse am Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung und er ist Professor für Physik der Ozeane an der Universität in Potsdam. Herr Rahmsdorf, ich grüße Sie. Hallo. Ja, Tag, Frau Martini. Herr Rahmsdorf, ist es nun dieses historische Paket? Naja, es ist letztlich natürlich, wie bei diesen UN-Gipfeln jetzt ja üblich, eine Abschlusserklärung, die insofern, man kann sie vielleicht historisch nennen, weil eben zum ersten Mal wirklich drinsteht, dass eine Abkehr von fossilen Brennstoffen notwendig ist, dass wir bis 2050 bei Netto-Null-Emissionen sein müssen. Die Sprache ist natürlich relativ weich und unverbindlich. Das ist klar, weil es eben das Konsensverfahren dieser UN-Klimagipfel ist, wo auch der letzte Ölstaat zustimmen muss. Und dafür, dass das der Fall ist, ist das gar nicht schlecht, was da drin steht. Warum ist es denn so wichtig, dass wir von diesen fossilen Brennstoffen irgendwann wirklich Abstand nehmen? Wenn Sie als Klimaforscher da drauf gucken, warum ist das so wichtig? Ja, es ist letztlich, würde ich sagen, überlebenswichtig für die menschliche Zivilisation. Wir erzeugen eine höchst gefährliche Erderwärmung, eine wirkliche Klimakrise mit diesen fossilen Emissionen. Und das stabile Klima der letzten 10.000 Jahre, das Holozän, in dem die Menschheit die Landwirtschaft entwickelt hat, sesshaft wurde, gediehen ist, das haben wir schon hinter uns gelassen. Und je weiter wir uns von diesem stabilen Klima wegbewegen, desto eher kommen wir an Belastungsgrenzen der Ökosysteme, aber auch natürlich unserer menschlichen Infrastruktur, bei deren Überschreiten eben dann zum Beispiel Ökosysteme absterben. Denken Sie an den Wald im Harz bei uns oder dass Grenzen überschritten werden, wie das die extremen Niederschläge so stark zunehmen, Beispiel Ahrtal oder in diesem Jahr in Griechenland Riesenlandgebiete unter Wasser, weil die Flüsse solche nie dagewesenen Niederschläge einfach nicht mehr aufnehmen können. Was nicht in diesem Abschlusspapier steht, ist die Zeit, in der jetzt der Ausstieg passieren soll oder die Abkehr. Wie wichtig ist dieses Moment Zeit? Ja, immerhin steht drin im Übereinstimmungen mit dem 1,5-Grad-Pfad. Das ist sehr wichtig. Jetzt muss man sich klar machen, was bedeutet das? Es bedeutet, dass wir bis 2030 die weltweiten Treibhausgasemissionen halbieren müssen. Das ist so tough, ja, weil eben Jahrzehnte verzögert wurde. Hätten wir damals nach dem Rio-Klimagipfel, Erdgipfel 1992 wirklich angefangen, die Emissionen zu mindern, hätte man es sehr allmählich machen können. Aber ja, dank der vielen Widerstände, gerade auch von Interessengruppen, wurde es immer weiter hinausgezögert. Und wir müssen jetzt eine Vollbremsung hinlegen bei den globalen Emissionen. Das allgemein anerkannte Ziel, was in Paris alle Staaten unterzeichnet haben, nämlich 1,5 Grad, um das noch erreichen zu können. Und das steht ja auch in diesem neuen Abschlusspapier drin, 1,5 Grad Pfad. Und das ist jetzt sehr tough. 1,5 Grad. Wie sind diese 1,5 Grad entstanden? Was ist die Datenbasis dafür? Früher gab es ja mal eine 2-Grad-Grenze für die Erderwärmung, aber inzwischen im Laufe der letzten 10, 20 Jahre hat die Klimaforschung eben gezeigt, wir haben vieles unterschätzt. Der Meeresspiegel ist deutlich schneller gestiegen, als wir erwartet haben. Der Weltklimarat, der IPCC, hat in seinem neuesten Bericht darauf hingewiesen, dass wir oberhalb von 1,5 Grad bereits in den Bereich von hohem Risiko Kipppunkte zu überschreiten, hineinkommen. Und deswegen wurde ja im Pariser Abkommen diese alte 2-Grad-Grenze verschärft, weil die Wissenschaft eben ganz klar sagt,
die Erwärmung auf 2 Grad zu begrenzen, reicht nicht. Wir müssen alles versuchen, sie bei 1,5 Grad zu stoppen, um eben Katastrophen von planetarem Ausmaß, Destabilisierung ganzer Kontinentaleismassen, große Dürren mit Hungersnöten, Sterben der Korallenriffe noch einigermaßen zu verhindern. Wobei bei den Korallenriffen wir nur 10-30% retten können, wenn wir die Erwärmung auf 1,5 Grad begrenzen. Das Korallensterben ist längst im Gange. Nun ist es ja so, dass wir, wie Sie gesagt haben, ein bisschen langsam waren. Das heißt, die 1,5 Grad sind noch als Ziel eventuell erreichbar. Wo sind wir im Moment mit der Erwärmung? Kann man das sagen? Ja, wir sind zwischen 1,2 und 1,3 Grad und wir haben ja gerade im vergangenen Sommer einen unglaublichen, jedenfalls seit Beginn der Messungen nie dagewesenen Erwärmungsschub erlebt. Mehrere Monate hintereinander mit mehr als 1,5 Grad schon. Damit ist das Paris-Ziel noch nicht gerissen, weil sich das auf den Langzeittrend bezieht und nicht auf einzelne Monate oder einzelne Jahre. Aber wahrscheinlich, werden wir eben auch diese 1,5 Grad immer häufiger überschreiten. Und wir sehen es ja auch an den zahllosen Wetterextremen, Überschwemmungen in vielen Orten, Dürren in anderen Orten, extreme Hitzewellen, dass wir jetzt wirklich in einen Gefahrenbereich gekommen sind. Und bei weiterer Erwärmung werden eben zunehmend Teile der Tropen so heiß werden, dass sie nahezu unbewohnbar sind. Und das trifft dann hunderte Millionen Menschen, die sich nach besseren Siedlungsgebieten umschauen würden. Das bedeutet, was müssten die Länder jetzt, besonders Deutschland, jetzt nach dieser COP-Entscheidung tun? Was erwarten Sie da als Wissenschaftler? Ja, wir müssen einfach deutlich beschleunigen bei der Energiewende und nicht nur im Stromsektor, sondern auch in den anderen Sektoren. Wir haben ja die eigenen Klimaziele des Klimaschutzgesetzes im Verkehr, im Gebäudesektor nicht eingehalten. Und das Klimaschutzgesetz sagt, dann muss ein Sofortprogramm her. Das hat das Bundesverfassungsgericht, das Verfassungsgericht, hat ein anderes Gericht angemahnt, dass das passieren muss. Und aus meiner Sicht ist ein großer Fehler, wenn die Bundesregierung die Klimapolitik noch aufweicht, indem sie jetzt die Sektorziele abschafft. Denn man kann nicht sagen, ja, weil wir im Bereich Stromerzeugung sehr gut vorangekommen sind, können wir jetzt langsamer im Verkehr oder Gebäudebereich machen. Denn wir müssen in allen Sektoren auf Null. Und das ist eben, denken Sie an Gebäudesanierung, andere Heizungssysteme, die man einbauen muss, das braucht einfach Zeit. Und deswegen muss man eben nicht jetzt den Druck rausnehmen aus einzelnen Sektoren, die nur langsam zu transformieren sind, sondern im Gegenteil, da müssen wir beschleunigen. Und das Wort beschleunigen steht ja zum Glück auch in dieser Abschlusserklärung mehrfach drin. Wenn Sie jetzt auf die Bereiche schauen, sind wir in irgendeinem Bereich, vielleicht fällt mir ein, die Solarenergie, sind wir da vielleicht erneuerbare Energien, vielleicht da schon etwas gut vorangeschritten oder wo sagen Sie, ist es ein bisschen oder wo ist es positiv? Ja, im Bereich erneuerbare Energien, das hat sicher alle Erwartungen übertroffen. Also in meiner Jugend hieß es, wenige Prozent des Stroms können wir höchstens mit Erneuerbaren erzeugen. In Deutschland sind wir da jetzt schon um die 50% und auch weltweit ist die Energiewende ja in vollem Gange. Die Internationale Energieagentur hat festgestellt, dass im vergangenen Jahr von den weltweiten Investitionen in das Stromsystem über 80% bereits in Erneuerbare gehen. Die Erneuerbaren wachsen exponentiell weltweit und haben ja auch die Erzeugung von Atomstrom schon deutlich hinter sich gelassen. Stefan Ramsdorf, ich danke Ihnen sehr für dieses Gespräch. Sehr gerne.